Du hast nicht die leiseste Ahnung. 4,45 Meter, die Höhe hat Angelika Moser auch im Finalwettkampf geschafft. Damit Freiluft persönliche Bestleistung egalisiert. 7. Platz an der Europameisterschaft, wie tönt das in ihren Ohren? Ja, es klingt sehr noch ein bisschen unreal. Ich kann es noch nicht wirklich glauben. Weil, mein Ziel war eigentlich, im Finale zu kommen. Und ja, das habe ich erreicht. Und jetzt mit dem 7. Platz konnte ich das sicher noch mal ein bisschen toppen. Ja, Sie sind als 18-Jährige hier angekommen. Und dann in diesem Finalwettkampf ist eigentlich losgegangen mit 4,35 Meter. Das ist eine Höhe, die Sie eigentlich nie nehmen am Anfang, haben Sie gesagt. Und Sie haben es gerade geschafft. Wie ist es Ihnen gelungen, so gut in den Wettkampf schon zu starten? Das Einspringen war deutlich besser als noch in der Quali. Und ich konnte dann auch schon mit dem härteren Stab anfangen. Und dann hat es geklappt beim ersten Versuch bei 35. Und das war schon eine rechte Erleichterung. Und das ist natürlich weitergegangen. 4,55, die Höhe haben Sie nicht geschafft. Wie haben Sie diese Sprünge dort erlebt? Also, einer war wirklich sehr gut, da bin ich einfach nicht ganz hinterher gekommen. Und der letzte Versuch war eigentlich technisch auch ein schöner Sprung, aber dann einfach der Stabzeug. Und ich glaube, für den Rest der Saison lässt mich das zuversichtlich vorausblicken. Eben, da kommt ja noch ein bisschen etwas auf Sie zu, oder? Weil jetzt können Sie viele Sachen natürlich mitnehmen. Was müssen Sie noch ein bisschen schaffen? Wo können Sie noch mehr rausholen, jetzt gerade in kurzer Zeit? Ja, Verschiedenes. Also jetzt vor allem für diese Saison sind es halt noch so feine Abstimmungen mit Stab, Ständerabstand, aber auch sicher mit noch Anlaufverbesserungen und ja, dann nachher im Winter wieder mit technischen Verbesserungen. Wunderbar. Also wir schauen gespannt, wie es weitergeht. Danke vielmals.